einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Was geht? Willkommen aus dem wunderschönen Südafrika. Wow, guck mal hier. Tolles Wetter draußen. Geil, da ist das Stadion, wo Deutschland verloren hat. Scheiß Deutschland. Leute, wir fahren jetzt gemeinsam ins Aquila Game Reserve und machen ein bisschen Safari. Vielleicht von Namibia noch ein paar Eindrücke. Falls nicht, dann gibt es hier noch was zu sehen. Super schön, danke dafür, Thomas. Und ich würde sagen, jetzt geht's gemeinsam los. Und ich habe von gestern noch ein paar wunderschöne Eindrücke aus Kapstadt Innenstadt für euch gesammelt. Die gibt es natürlich hier auch nochmal zu sehen. Und jetzt fahren wir gemeinsam los. Ich bin mit meiner Familie hier, die ich ungern filmen möchte, weil ich möchte euch erstmal euch ersparen und dann noch meiner Familie. Die gucken mich gerade echt blöd an, aber es ist besser so für alle Beteiligten. Und ich würde sagen, jetzt geht's auf. Viel Spaß. Falls mein Bruder dann die Aufnahmen, die für diese wunderschöne Lodge hier hingeführt haben, nicht verkackt hat, habt ihr gerade was gesehen? Falls nicht, dann ist das jetzt ein Zeitsprung gewesen. Wir sitzen jetzt in so einem kleinen Touribusch, wobei wir uns das, glaube ich, was anders vorgestellt hätten. Ich habe gehofft, dass wir alleine einen Guide bekommen. Ja, ist nicht der Fall. Aber jetzt gibt es ein paar wunderschöne Impressionen von der Safari zu sehen. Wer weiß, vielleicht geschieht ja diesmal etwas, weil es sehr gewöhnlich ist. Oh Leute, was ist das denn? Hallo? Ist das ein Affe? Wunderschöne Impression von Safari von Herzen her, Leute. Richtig schön ist es gewesen. Jody! Nee, nicht heute. Nicht heute? Geht's dir nicht gut? Nein, ich hab Jody, geht es heute nicht ganz so gut, Leute. Sie ist ein bisschen krank, aber da kümmern wir uns natürlich heute gut drum, ne? Wir fahren nämlich gemeinsam heute. Ich hab selber gar keine Ahnung, was wir machen. Also, Leute, wir fahren heute gemeinsam mit einem Kerl und dem Blog, der sich hier ein wenig auskennt. Wir gehen auf dem Weingut, wir gehen in verschiedene Stadtteile und so weiter und so fort. Wir nehmen euch einfach mal wieder ein bisschen mit und erleben gemeinsam ein tolles Abenteuer. Was macht man, wenn man Schmerzen im Mundraum hat? Wenn ich ihn richtig verstanden habe, man nimmt aber so ein Stück. Beißt ab. This is not gonna be about Gordon. Okay. Schmeckt super, hilf. Toll. Kannst du aufhören, hier die Büsche zu essen? Nein, so lecker. Aber du kannst doch nicht hier einfach die Büsche essen. Halt mal, ich will auch. You had been here before 1990. That word would not have been there. But that's epic. Was ist das bitter? Dauer. Ist gut. Was ist das? Tee. Tee? Der ist gegen Bauchschmerzen. Aber darfst du es einfach nehmen? Ja, es ist ein Teaching Garden hier. Okay. Kann ich alles nehmen. Dann den Baum will ich haben. Okay, cut. Wer kennt sie nicht? Die nuttigen Pflanzen. Schaut sie euch an, Leute. Verrucht und gefährlich. Oh weia, oh weia, oh weia. Guck mal, Leute, wir haben Sturmwaffe gefunden. Jody, das ist dein Bruder, Sturmwaffe. Mach auch mal wie eine Seerobbe. Oh, oh, oh. Oh, guck. Guck mal, Leute, Sturmwaffel wartet nur darauf, dass er was zu essen bekommt. Ist das nicht süß? Denn da gibt's den Fisch und er isst den ganzen Müll. Kleine, süße Pinguine. Vor 5 Jahren gab es von diesem Pinguin noch 7000. Jetzt sind es nur noch 700. Das ist ziemlich, ziemlich beschissen. Oh, wow. Das ist echt eng hier drin. Eng wie in einem Gefängnis. Und das ist der perfekte Stichpunkt. Denn Jody, wo gehen wir jetzt hin? Ins? Jody, hallo. Ich versuche hier gerade DevSeries eine Doku zu drehen. Jody! Jody! Wir fahren jetzt gemeinsam nach Robben Island. Meine Freundin Jody und ich sind einschlägig vorbestraft. Wir müssen jetzt weggesperrt werden. Das wird wahrscheinlich auch das Ende unserer Reise werden, denn wir werden wahrscheinlich da jetzt für
mehrere Jahrzehnte eingesperrt werden. Wir sehen uns gleich da einfach wieder. So sieht schon knascht aus. Da ist ein Bett und da ist unser Hotelzimmer. Jetzt müssen wir hier bleiben. Scheiße. Jodi, wir haben Karneval geklaut. Ja, aber guck mal, wie schöner als bei Köln. Aber das ist geklaut. Aber guck mal, wie schön die aussehen. Aber die haben es geklaut. Aber die sind viel besser. Die haben Karneval geklaut, Leute. Guckt mal. Das ist zwar schön, eigentlich ist es viel besser als in Köln. Aber es ist warm. Und das ist wirklich schön. Ui, oh. Es ist Wie macht der Vogel? Bap, bap, bap. Wie macht der Vogel? Bap. Okay. Alles klar, wie groß werden denn die Leute hier?